Ja, und jetzt habe ich auch nichts vergessen. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Nein, zu einer neuen Folge des neuen Let's Plays. Also, do you remember me? Genau das spielen wir übrigens gerade. Und ich habe vergessen, was wir machen müssen. Klingt aber irgendwie logisch, wenn es nur eine anklickbare Fläche gibt. Eine anklickbare Fläche. Okay. Nelin, geh da hoch. Buttons vergessen. Ich habe. Wegen Pause und so, ne? Weil scheiß Real Life und all den Kack, den man nicht braucht. Das ist, glaube ich, nicht gut. Okay. Zum Beispiel. Ich finde das so cool. Neo Paris. Und was sagst du, Nillen? Du sagst gar nichts. Naja, gut. Oha. Hübsch. Wirklich hübsch. Nun meine ich nicht die Stadt mit hübsch. Ne? Ich meine die Grafik. Ich meine ja nur. Geh über den schwimmenden Markt zu dem Lagerhaus da. Die Abkürzung zu Tommys Bar. Das Leaking Brain. Nice. Hey, war da nicht ein Fernseher? Jo. Achso. Nö, ich dachte, da wäre was zum Sammeln. Oha. Wir hätten uns da um. Na, ist auch egal. Hast du mich gerade irgendwie angemault? Digga, pass mal auf da, ne? Ist nicht nett. Ist nicht nett. Doch, doch. Doch, 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 doch. Was hast du denn? Ja, sicher. Nicht. Da, Fernseher. Bei den Coca-Cola-Dingern. Wo sind Coca-Cola? Da. Keine Manieren mehr haben die Leute. Du bist süß, aber ich hab zu tun. Wenn du Okay. Frage wirst, würde lieber deine Schwester kennenlernen. What the fuck? Woher weißt du, ob ich eine Schwester hab? Nee, den hast du eine Schwester. Ich schwöre. Nilin. Erzähl den Leuten noch mal was Produktives. Ich. Ja, überlass die Arbeit mal wieder nur mir. Oh, was ist das? Eine Cybernutte. Moment mal, da liegt was. Neben einer Cybernutte liegen Dinge. Wichtig. Oh, ich dachte gerade, jetzt geht das Ding weg. Ja, was kann man dazu noch erzählen? Ich habe dieses Spiel so lange nicht mehr gespielt, ne? Und ich meine nicht vom letzten Play, letzten Let's Play auf jetzt, sondern ich meine allgemein. Ey, pass auf die Ratte auf. Och nö. Darf ich erfahren, wie du das gemacht hast? Sie hat einen Erinnerungsschock ausgelöst. Zumindest sieht so aus. Yay, ich sauge ihre Köpfe ein. Was war das? Ein gutes Zeichen, Schwester. Mit der Zeit kommen die Erinnerungen zurück. Ach Mann, könnt ihr nicht mal ein bisschen länger reden? Ich war gerade was am Trinken. Ihr hättet mir ruhig mal ein ganz klein bisschen Arbeit abnehmen können, ne? Aber nee. Gut, also ich darf nicht erfahren, was das war. Du bist fast da. Folge Tommys fliegenden Drohnen zu seiner Bar. Okay. Links, rechts. Runter. Okay. Ich mag diese Tomb Raider-Style immer noch nicht. Style-Spiele. So, jetzt ergibt der Satz schon fast mehr Sinn. What the fuck? Haben die.
nehmen die Erinnerung als Droge? Okay. Ich will mich einfach an was erinnern. Ich brauche einen Schuss. What the fuck? Da fuck. Wow, wow, wow. Das hier? Nicht. Also abwarten. Und dann? Darüber. War das knapp? Nö. Nicht wirklich, ne? Och, Mensch. Ich bin mir... Oh, das ist jetzt so gemein, ne? Ich habe jetzt dieses... Let's Play angefangen. Nicht gut. Guter Tipp. Sehr guter Tipp. Ich habe jetzt dieses Let's Play angefangen von Remember Me. Und jetzt habe ich neue Spiele gekauft. Ja, richtig coole neue Spiele. Die müssen wir auch noch anspielen. Ein paar davon können wir sogar im Stream spielen. Und nicht nur das. Wir können die so hart im Stream spielen, dass ihr sogar mitspielen könnt. Ups, das war eine eh zu viel. Eins der Spiele ist nämlich so, dass wenn ihr was bei Twitch eingebt, dann könnt ihr meinen Spielverlauf verändern. Ey, da links, rechts? Nein. Und das finde ich witzig. Das müssen wir mal machen. Ja, nach da und jetzt nach links. Anscheinend zu dem lustigen Erotikschild. Runter oder hoch? Runter oder hoch? Ich erstmal hoch. Alle Wege führen nach oben bekanntlicherweise. Ja, ich glaube, das war richtig. Jesus Christ. Okay, wenn das richtig war, dann kann es ja nicht schaden, wenn wir uns mal angucken, was unten ist, oder? Oder finden wir unten nur den Tod? Nein. Ah! Du solltest gerade ausgehen. Memorize. Und der Sensen. Sensen. Das, ich weiß nicht, aber Sensen klingt für mich jedes Mal wie irgendein Kung-Fu-Typ aus Kung-Fu Panda. Kein Scherz. Endlich. Das Leaking Brain. Ja, yay, Alkohol. Weil ist doch eine Bar. Kann diese Scheißstadt sich eigentlich keine Busse mehr leisten? Von mir aus auch fliegende Busse. Ah, da sind ja ein paar. Ah, ne, das sind Container. Naja, Container, Busse. Ja. Kopfweh, Tommy. Oh, oh, oh. Richtung leuchtendes Gesicht. Oh, Markdings. Wo ist ein leuchtendes Gesicht? Da. Markdings. Blau. Da. Gefunden. Yay. Ups. Achso. Hey, Bluebot. Halt die Fresse. Bist dir sicher, Bob? Keine Sorge. Unglaublich! Edge hat's geschafft. Komm her, Schatz. Ich glaube, er mag mich. Es scheint eine Ewigkeit. Es tut mir leid. Ich erinnere mich nicht an dich. Erinnerst du dich wirklich nicht an mein Modelgesicht? Tut mir leid. Wow, na, der Krieg hat uns alle nicht hübscher gemacht. Aber du bist frei, meine Liebe. Das zählt. Vielleicht. Ich fühle mich verloren. Eins nach dem anderen, Schwester. Genau. Erst mal raus aus den Gurten. Richtig. Immer Zeit für einen kleinen Strip hier. Wieso bin ich eigentlich hier mit jedem verwandt? Oh oh. Noch so ein Typ von der Blue Man Group.
Unterschlupf. Und auch deinen verrückten Kampfanzug. Ein Glück, dass es dein freier Tag war. Was? Ach so. Tja, der hier ist hundertprozentig deiner. Viel besser als der, den ich hatte. Echt verrückt. Aber du bist die Einzige, die ihn verwenden kann. Ja, das ist ja auch meiner. Haben die dich gekuschelt? Da unten, in der Bastille, da musste ich im Gegensatz zu dir ja bis zum bitteren Ende bleiben. Das klingt aber nicht gut. Zieh dich um. Dein Kampfanzug ist im Spinn. Sehr kämpferisch. Ach Mist, das wäre ein schöner Screenshot gewesen. Erhöht die Klickrate und so, you know? Bob, raus hier. Ich hol Johnny. Die Eingeborenen haben das Gedächtnis eines Goldfischs. Ein großer Vorteil. Er wird dich also kaum an Olga Sedova ausliefern. Die Kopfgeldjägerin? Ist sie gefährlich? Ja, sicher. Stimmt. Sie wird den Slum umflügen, um dich zu kriegen. Nicht nur, um dich zu fangen. Sie hat mich. Typisch Gehirnratte. Kaum draußen und schon arbeiten. Nelim? Nelim! Das ist für dich, David. Who the fuck is David? Haha! Was mache ich jetzt? Jetzt mach's nicht so spannend. Das ist für dich, David. Bei dieser Memorial-Transfusion hat Ihr Mann gute Heilungschancen, Frau Sedova. Schöne, gemeinsame Erinnerungen wirken extrem positiv auf Patienten. Ihr Mann leidet an einem klassischen Syndrom. Übermäßige Memorial-Löschungen, akute Abhängigkeit von externen Mnemonik-Stimuli. Erhöhte Gefahr oszillierender Identität. Also, die endgültige Zerrüttung einer bereits fragmentierten Persönlichkeit. Hier. Diese Endorphine beschleunigen den Prozess und erhöhen seine Empfänglichkeit für die Transfusion. Komm, David, erinnere dich an uns. Erinnere dich deiner selbst. Memorial-Transfusion erfolgt. Keine Sorge. Die Nymphea ist das beste Krankenhaus für die Behandlung von Memorial-Leiden. Alles wird wieder gut mit der Zeit. Ja, natürlich. Klang sehr überzeugt. Gut, die ersten Ergebnisse sind sehr ermutigend. Er braucht weitere Behandlungen. Eine ganze Reihe. Es ist ein extrem teurer Prozess. Weiter, Dr. Quaid. Ich zahle für die Behandlung. Das ist meine Ehefrau, die sich sehr lieb um ihren Mann kümmert. Müssen wir die jetzt kaputt machen? Oh, ich sehe da gerade was.
Aber wenn das kein geiler Cliffhanger ist, ne? Was passiert in der nächsten Folge? Wird der Doktor den Patienten töten? Werden wir vielleicht tot sein? Werden wir aufwachen und tot sein? Geht das überhaupt? Und was hat Nillen damit zu tun? Wir sehen uns in der nächsten Folge zu Remember Me. Und ich hoffe, ich erinnere mich noch daran, wer ich bin. Naja, wenn nicht, remixen wir das Ganze. Bis zum nächsten Mal, euer Wolf.